Hallöchen, hier ist wieder euer Doc und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir machen uns heute ran, ein Häuschen zu bauen von einer Animationsserie, die du vielleicht noch gar nicht gesehen hast, da sie im deutschen Fernsehen gar nicht ausgestrahlt wird. Jedenfalls habe ich sie noch nie gesehen, aber ich habe sie einfach mal auf YouTube entdeckt und das ist so, ja, die heißt LavaTuber und es geht in der Serie eigentlich darum, dass du zwei, ja, ich würde jetzt nicht Schnecken sagen, sondern ich finde so, die sehen aus wie Raupen, dass die da einige Abenteuer leben. Das ist nicht auf Englisch oder auf Deutsch irgendwie mit Sprache, das ist einfach per Animation halt, sag ich mal, die zeigen per Gesten und so, was da immer so passiert. Und darum finde ich das eigentlich eine relativ tolle an sich Animationsserie, die auf YouTube ausgestrahlt wird. Könnt ihr euch ruhig nochmal angucken, ich verlinke dir das Ganze einfach unten in der Videobeschreibung. Geht da mal hin, guckt dir einfach mal ein paar Folgen an und ich bin da jetzt auch ein bisschen auf dran kleben, wie immer ab und an gucke ich mal wieder eine neue Folge von denen an und da ist mir aufgefallen, die haben auch ein Häuschen und dieses Häuschen werden wir heute bauen. Das ist so ein Stadthäuschen, sag ich mal, so ein Reihenhäuschen, was man sich dann auch gerne auch in seiner Stadt mal platzieren kann. Einfach mal zwischen seinen ganzen Wolkenkratzer, das kann man das sich mal reinsetzen. Fällt besonders auf, da es sehr von den Farben sehr kräftig ist. Das Ganze werden wir nicht zum Einrichten machen, da ich finde, das ist einfach so ein Dekorationshäuschen oder so ein Sammelhäuschen, wenn man gerne irgendwas sammelt von Serien oder so, kann man sich das immer gerne hinbasteln. Ja, dieses Häuschen wollen wir heute bauen. Ich würde sagen, ja, lange Rede, kurzer Sinn, wir fliegen zur Kiste und fangen einfach mal an, uns dieses Häuschen hier hinzubauen. So, ich nehme mir einfach mal die erste Reihe hier wie immer stets raus und wir fangen an, ganz einfach mal uns türkisenen trockenen Beton zu nehmen. Dann holen wir uns davon nochmal den festen Beton raus, gefolgt von normaler Steinstufe, rosa trockener Beton und davon nochmal auch die feste Version. So, wenn wir das Ganze haben, geht's los, ganz einfach gesagt, mit dem türkisen trockenen Beton. Wir fangen an, uns jetzt erstmal die unterste Ebene zu ziehen. Das heißt, ich würde sagen, wir machen erstmal eine gerade Linie und zwar dann einfach setzen wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 Blöcke erstmal gerade lang ziehen, danach gehen wir zur Seite weg und da setzen wir dann noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, auf der anderen Seite müssen wir einfach mal gerade hier wieder nach vorne lang ziehen. Sollten dann insgesamt 12 Blöcke sein, die wir jetzt hier platzieren. So, stoßen vorne perfekt an und dann gehen wir jetzt einfach mal hier zur Seite und setzen dann 1, 2, 3, 4. Nach 4 Blöcken setzen wir einmal einen so schräg nach vorne, setzen 3 zur Seite und gehen einen wieder schräg nach hinten weg. So, wenn wir das Ganze haben, geht es weiter. Und zwar müssen wir darauf jetzt eine weitere Ebene platzieren. Und zwar insgesamt noch 1, 2, 3. Drei weitere Ebenen, das ziehen wir einmal hier komplett ringsrum. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, nehmen wir jetzt unseren trockenen türkisen Beton zur Hand und setzen darauf jetzt eine weitere Ebene. So, wir springen einfach mal hier und ziehen das hier erstmal auf der Seite komplett einmal lang. So, das machen wir hier wieder einen Schnelldurchlauf. So, aber wir sind noch nicht fertig, denn wir müssen hier einfach mal, sag ich mal, das Ganze... Das Ganze hier auf der Ebene noch einmal so nach vorne setzen. Das heißt, das Ganze... Zack, 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 sodass es sich vorne perfekt anschließt. So, nochmal hier von der Seite zeigen. Okay, wenn wir das Ganze dann haben, würde ich sagen, können wir einfach mal unsere Steinstufen nehmen. Die platzieren wir jetzt einmal hier runter nochmal. So, also eigentlich komplett hier über dieses Freihängende müssen wir das einmal da rumziehen. Zack, zack, zack. Super, darauf dann auch nochmal. Wir können jetzt einfach mal, würde ich mal sagen, hier, das erstmal hier gerade zuziehen. Die Mitte, ja, machen wir auch erstmal zu. Genau. So, jetzt nehmen wir dann einfach mal die Steinstufen zur Hand und setzen die dann einmal noch mal hier so rauf. Ich würde sagen, die vordersten zwei halt, so wie unten. Dann ziehen wir das einmal hier rüber. So, einmal bis so auf der anderen Seite rübersetzen. Super, und hier auf der Seite machen wir auch nochmal zwei. Diesen mittleren Streifen hier lassen wir einfach noch frei. Da kommt später dann, sag ich mal, so ein Beet hin, wo man dann, sag ich mal, noch ja, Blätter hin platzieren kann oder Blumen, wie man immer möchte. Okay, danach nehmen wir uns einfach mal rosanen Beton zur Hand oder erstmal dem... Ja, trockenen Beton davon. Und dann machen wir jetzt erstmal hier so eine Markierung. Wir fangen an der Seite an, einfach mit dem rosa trockenen Beton an sich. Festen Beton, meine ich. Und da lassen wir mal einen Block frei, setzen wieder ein rosa Beton, ne? Und zack, 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 bis zur anderen Seite. Sollte so perfekt aufgehen. So gehen wir auch nochmal nach hinten weg, wenn wir dazwischen einmal einen freilassen. So. Super. Und dann hier einfach wieder bis nach vorne. Das machen wir halt, bis wir komplett einmal angekommen sind.
So. Zack, 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 zack. Super. So, dazwischen würde dann natürlich der rosane Beton kommen. So, aber den setzen wir nicht einmal komplett ringsrum. Das machen wir gleich. Und zwar müssen wir das Ganze jetzt noch hochsetzen. So, wir haben ja einen Block schon gesetzt. Das heißt, darauf setzen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, 12 weitere Blöcke müssen wir raufsetzen. Insgesamt sind es ja 13 Blöcke. So, das machen wir überall. Aber jetzt kann man sagen, okay, ich mache jetzt erstmal hier überall den ja, normalen Beton erstmal hoch oder machst immer so einen Wechsel. Ich würde sagen, ich mache immer eins erstmal. Das heißt, ziehe ich erstmal den hoch und danach gefolgt dann natürlich von rosanen trockenen Beton, den ich nochmal dazwischen setze. Ah ja, was sage ich hier so? Ich mache dir einfach wieder einen Zeitraffer draus und dann kannst du dir das Ganze einmal angucken. So, wenn wir das geschafft haben, das einmal hier alles hochzuziehen, nehmen wir jetzt erstmal wieder unseren türkisen Zement zur Hand, also einfach türkisen Zementblock, und setzen darauf nochmal eine weitere Schicht. Sehr schön. So, wenn wir das auch geschafft haben, bleiben wir noch dabei. Und zwar müssen wir jetzt hier noch so dazwischen eine Strebe setzen. So, ich kontrolliere es einfach mal hier kurz rüber. So, okay. Ich würde sagen, wir fangen von oben an oder von unten. Ist eigentlich relativ egal, obwohl... Ja, ist egal. Wir zählen einfach mal von hier. Einfach 1, 2, 3, 4, 5. 6 meine ich. Ups, er zählt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okay, beim siebten Block denn an sich, wenn wir von oben runtergehen, setzen wir einfach mal einmal hier unseren türkisen Block, ziehen das Ganze einmal lang und können oben drauf nochmal einmal mit Steinstufen eine Schicht wieder raufsetzen. So, das setzen wir einmal lang. Super. So, dann sind wir erstmal mit diesem Blockmaterial, was wir haben, fertig. Das machen wir mal weg und gehen an unsere Kiste ran, denn wir müssen jetzt langsam anfangen mit den ganzen Fenstern. So, da haben wir eine ganz schöne Menge. Aber wir fangen natürlich jetzt so an, dass wir von unten nach oben uns arbeiten. Und dabei brauchen wir dann erstmal Quarzblöcke, Quarztreppen, Quarzstufen, also das ganze Quarzmaterial. Dann nochmal Bruchsteinstufe davon. Jetzt nehmen wir uns mal Eisengitter raus, dann noch Bruchsteinmauer. Grobe Erde. Man kann es auch normale Erde nehmen, aber ich finde grobe Erde immer besser. Die ist so ein bisschen dunkler als normale Erde und darauf wächst kein Gras. Also die bleibt immer, sage ich mal, erdig. So, dann noch Glasblöcke. Ich verwende weiß, also normales Glas, neutrales. Du nimm einfach deine Lieblingsglasfarbe. So, und danach noch Birkenzaun, denn, ja, damit fangen wir auch eigentlich gleich an. Da machen wir uns einfach mal vorne so ein Gelände hin. Ja, weiß ich, würde ich mal sagen, einfach mal so weit, wie du das Gebäude quasi immer wegbaust vom Bürgersteig und dann setzt du einfach vorne ran, einfach mal deinen Zaun. So, setzen wir mal hier so lang. Zack, zack, zack. Kannst natürlich erstmal zumachen, obwohl kannst du hier auch auflassen, weil da kommt ja gleich eine Tür hin. So. Okay, so, dann würde ich sagen, fangen wir auch einfach mit der Tür an. Die setzen wir ganz einfach mal gesagt. Wir haben ja jetzt, sag ich mal, hier vorne bei der Ebene 5 Blöcke an sich hier so Platz. Wir fangen von der Seite an, uns zu orientieren. Gehen zur Seite und dann schlagen wir 2 Blöcke weg. Beim Beton fällt er natürlich nach unten, dann können wir diese 2 komplett einmal wegschlagen. Tauschen das Ganze einmal aus durch Quarzblöcke. Obwohl nicht komplett. Ganz oben würde ich nochmal gerne denn einfach den türkisen Zement hinsetzen. So. Jetzt davor platzieren wir einfach mal Stufen. An den Seiten machen wir aus den Stufen einfach mal einen Block hin. Dann setzen wir einfach mal vorne ran und oben drauf nochmal Eisengitter. So, dann würde ich mal diesen Block wegschlagen, tausche ihn aus durch eine Treppe. Schlag das hier auch nochmal weg. Fällt ja alles weg. Hole ich mir irgendeinen Block raus und mache da hinten noch so einen Türknauf ran. Da kannst du auch einen Goldblock nehmen oder so. Und dann einfach einen Türknauf machen. Ich mache die Tür dann hier wieder zu. Muss dann oben hier wieder... wird das denn setzen? Okay, und fertig ist die Tür. Das weiß ich gar nicht. Auf der anderen Seite habe ich es nicht gemacht. Jetzt ist es wieder Geschmackssache, ne? Ob man eine kleine Tür will oder ob wir doch dann eher eine große machen. Aber wir machen mal eine große. Okay, so, wenn wir das geschafft haben, nehmen wir jetzt einfach mal unsere Mauer zur Hand und machen hier so ein Regenrohr an der Seite hin. Wir müssen hier oben das einmal kurz wegschlagen. Zack, und machen das bis nach oben. Super.
So, da kommen wir auch gleich erstmal hierzu, denn wir machen einfach mal hier diesen, sag ich mal, Beton weg. Den tauschen wir einmal komplett aus, und zwar durch grobe Erde. Die setzen wir einmal hier oben so lang. Super. So, wenn wir das geschafft haben, kommen wir jetzt langsam hierzu. Und zwar müssen wir hier ein großes Fenster einmachen. Das heißt, wir müssen das hier erstmal wegschlagen. Außer die letzte Schicht. Anderen Seiten machen wir genau das gleiche Spiel. Super. So, unten platzieren wir dann einfach mal Stufen hin. Auf diesen hier. An den Seiten hier machen wir Blöcke hin. Das Ganze bis nach oben weg. So. Ganz oben platzieren wir dann auch wieder Stufen hin. Machen wir überall. So, super. Und dann will ich mal noch eine hier mal in der Mitte hin machen. Aber bevor wir das auf allen Seiten machen, durch hier müssen wir das so machen, machen wir erstmal dann unser Glas hier hin. Zack, 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 zack. So, an den Seiten hier auch. Oh, dabei fliegen wir erstmal wieder raus. Jetzt kommen wir ja nicht raus. So, und die Strebe ran. Super. So, ich kann ja nochmal gucken. Nicht, dass ich euch hier was Falsches sage. Nee. Obwohl, man kann ja noch. Man kann ja noch. Wir fliegen hier kurz wieder rein. Da haben wir schon. Machen wir hier hinter einfach auch nochmal mit Quarzblöcken das Ganze einfach zu. So. So, jetzt ist richtig. Na, obwohl, wir müssen noch hier die Strebe setzen. Zack, auf die Höhe. Super. So, wenn wir das haben, kommen wir jetzt schon zur nächsten Schicht. Und zwar müssen wir hier auch wieder Fenster machen, wieder drüben. Aber bevor wir das machen, machen wir erstmal hier runter noch was. Wir setzen da erstmal die ganzen Quarzstufen hin. So, und dann müssen wir hier noch... Ich schlage das einfach mal kurz weg. Jetzt müssen wir mich kurz hier orientieren. Ja. Okay, so, wir machen das einfach mal so. An den Seiten lassen wir zwei Quarzstufen. Dann lassen wir zwei frei, setzen drei, ne? Dann hier eigentlich genau das gleiche Spiel. Dann da unter setzen wir jetzt einfach mal um diese Treppen ran, die sich dann so gegenseitig angucken. So, super. Und so darunter kriege ich mich erstmal nach den trockenen Beton. Schlagen wir einfach mal hier so drei weg, dass wir unten noch eine Schicht haben. Machen wir jetzt hier auch nochmal, bei den trockenen zuerst. Und dann müssen wir beim losen Beton das auch nochmal machen. Ich mache ganz oben, versuche ich mal schnell eine Stufe hinzusetzen, was bestimmt nicht funktioniert. Ah doch, okay. Geht trotzdem alles kaputt. Das müssen wir einfach dann nochmal setzen. Das ist aber kein Problem. Das an der anderen Seite machen wir auch nochmal. Ob ich es hinkriege? Jawohl. So, denn hier machen wir jetzt ein Fenster hin. So in etwa. Einfach oben Stufen, unten Stufen. Und dann hier auch nochmal. Ja, super. So, den trockenen Beton, den lassen wir erstmal noch weg. Da wir jetzt, sage ich mal, hier noch hier oben auch wieder Fenster hinmachen müssen. Ich orientiere mich kurz mal da. Ah ja, zwei. Okay, wir lassen einfach unten so einen halben und einen Block. Dann schlagen wir hier drei weg. So machen wir hier auch nochmal. Drei weg. Wer möchte, kann jetzt schon, sag ich mal, muss mir kurz einen Block mal austauschen. Sag ich mal hier schon wieder, dass so, ja, auf die gleiche Höhe, wie wir es jetzt hier haben, mal hoch machen. Auf der Innenseite sieht das jetzt ein bisschen blöd aus. Ich zeige euch gleich nochmal von außen. So. Müssen wir das Ganze halt machen. Dann nehmen wir uns wieder unsere Quarzstufen. Können wir unten schon einmal platzieren. Dann ganz oben nochmal machen. Und dann einfach hier so. So beim zweiten Block dann hier auf der unteren Seite. Machen wir hier auch nochmal. Zack und zack. Und dann hier beim mittleren Block auf der unteren Seite nochmal Stufen hin. Hier oben können wir dann nochmal unseren rosanen trockenen Beton hinsetzen. Und fertig ist auch das. So, jetzt können wir natürlich jetzt unser Glas nehmen und das Ganze hier auf der Rückseite nochmal alles zuziehen. So, super. Wenn wir das Ganze geschafft haben, sind wir eigentlich mit diesem Blockmaterial auch wieder fertig und können das Ganze einmal wegtun. Und dann fliegen wir wieder an unsere Kiste ran und holen uns noch das letzte Material raus für unser Dach. So, denn für unser Dach brauchen wir ganz einfach mal gesagt Steinblöcke, gefolgt dennoch wieder von Steinschuhen. Also ein bisschen was wiederholt sich wieder. Dann holen wir uns noch ganz einfach Steinziege, Treppe raus, davon nochmal eine Stufe. Dann holen wir uns noch typischen trockenen Beton raus. Dann noch Glasblöcke. Wie immer, nimm dann einfach dein Lieblingsglas. Wenn du schon irgendwas verwendet hast, nimm dann auch natürlich das gleiche. Und dann holen wir uns noch Quarzstufen raus. So, wenn wir dann das ganze Blockmaterial haben, geht's los. Und zwar ganz einfach beginnen wir mit dem Stein ganz oben drauf. Und zwar an den Seiten. Wir platzieren jetzt einfach erstmal eine Schicht hier ran. So, das ziehen wir einmal rüber. Und dann geht's eigentlich noch drei weitere Schichten jeweils immer höher.
Nur, dass wir, sag ich mal, auf der Vorderfront unseres Hauses immer einen Block nicht setzen. Ne? Und das zieht sich dann halt bis oben. Jetzt sind wir schon bei der dritten Schicht und dann natürlich machen wir noch, ja, geschwind einmal die vierte Schicht. Einfach bis hierhin, aber halt auf der Vorderfront setzen wir einen Block wie immer nicht. So, und das machen wir jetzt einmal, sag ich mal, auf der anderen Seite genauso wie jetzt hier. Und auf der Rückfront können wir einmal komplett alles zuziehen. Aber warum sage ich dir das? Ich mache daraus wieder einen Zeitraffer. So, bei mir ist das Ganze fertig. Ich hoffe, bei dir sieht das Ganze dann auch so aus. So, wenn wir das geschafft haben, nehmen wir jetzt einmal unsere Steinschuhe an. Die platzen wir jetzt auf der Höhe unserer türkisen, ja, unseren türkisen Beton. Einmal hier so lang. Super, danach nehmen wir schon unsere steinzige Treppe zur Hand. Die platzen wir einmal jetzt hier auf der vorderen Schicht. Und dann, glaube ich, siehst du schon, was passiert. Und zwar, genau richtig, wir müssen einfach hier einfach, wie es halt so ist, so treppenmäßig nach oben bauen. Dann nochmal einmal hier. So, und das müssen wir natürlich einmal hier rüberziehen zur anderen Seite. So, wenn du das Ganze geschafft hast, das einmal hier so lang zu ziehen, kommen wir jetzt zum zweiten Schritt. Und zwar bleiben wir immer noch bei den steinzigen Treppen. Wir setzen einfach jetzt hier an den Seiten hinten die Treppen so ran, dass sie halt nach innen zeigen. So, und dann geht es hier einmal so hinten so lang, denn wir dürfen nicht vergessen, das ist halt so ein Reihenhaus und das schmiegt sich, sag ich mal, auf jeden Seiten natürlich noch an andere Gebäude an und da machen wir einfach mal, dass die Treppen jeweils nach innen zeigen. Hier an den Seiten machen wir auch keine Fenster hin, da würde ich mal sagen, ja, kannst du dann einfach so andere Gebäude einfach mal ranbauen, ist perfekt glatt, also hier kannst du wirklich gleich das nächste Gebäude ranklatschen. So, okay, wenn wir es denn hier geschafft haben, nehmen wir jetzt nochmal unseren Stein und können jetzt einfach mal hier die Decke einmal komplett zuziehen, einfach hier einmal mit dem Stein alles zuhämmern. So, super. Wenn du das dann auch fertig hast, da oben das einfach mal zuzuziehen, kommen wir jetzt langsam zum oberen Dachfenster. So wie du es dann da drüben siehst. Da nehmen wir einfach mal unseren typischen trockenen Beton, obwohl den erstmal nicht. Ich glaube, ich nehme erstmal den Stein. Und dann richten wir uns nach der Mitte des Gebäudes. Ist eigentlich super zu erkennen. Hier haben wir die mit. Gehen dann so nach oben und ziehen dann einfach 1, 2 und dann bei der dritten Treppe schlagen wir einfach mal diese Mitte weg. So, nun, ich würde sagen, auch diese hier schlagen wir nochmal weg. Einfach darunter. So, dass wir hier so eine Zweierhöhe haben. Auf der Rückseite dieser Treppen platzieren wir jetzt einfach mal zweimal Stein. Dann würde ich darauf dann einfach zweimal unseren Beton an sich platzieren. Ich mache hier unten auch nochmal. So, dann platzieren wir einfach mal eine Stufe hier unten gleich rauf und nochmal oben drauf. Und auf der Stufe machen wir dann nochmal unseren trockenen Beton. Und dann können wir einfach mal, würde ich schon sagen, die Treppen nehmen. Die platzieren wir einmal hier so an den Seiten und noch einmal höher. Und dann müssen wir das Ganze einmal nach hinten weg machen. Die Mitte der Treppe hier schlagen wir einmal weg. Dann können wir das ja auch einmal noch rüberziehen und ja auch. So, okay, ganz oben platzieren wir dann einfach noch unsere Stufen rauf. So, und dann würde ich sagen, lassen wir das Ganze nur einmal überstehen, ne, damit das Ganze noch ein bisschen hervorgeheben wird. So, und dann können wir noch einfach mal ganz oben, würde man sagen, noch eine Quarzstufe anbringen. Super. Natürlich fehlt das Glas noch dahinter. Ich bin wieder so gut und habe das natürlich erst im Nachhinein gemacht. Ja, gut. Ah, kriegen wir das hier irgendwie so hin? Ja. So, machen wir mal das Glas dahinter. Dann müssen wir natürlich hier einmal wieder unsere Stufe oben ransetzen und dann nochmal den Beton oben rauf. Und dann passt das Ganze. Sehr schön. So, wenn wir das Ganze haben, würde ich sagen, können wir das Blockmodell wegtun. Ich mache einen kurzen Cut, hole mir das Blockmodell raus, was wir noch für oben fürs Dach brauchen. Und ja, dann sehen wir uns gleich wieder. So, da bin ich wieder. Ich weiß, ist nur eine Sekunde, aber trotzdem. So, ich würde sagen, wir gucken erstmal nach, was wir alles brauchen für das Dach an sich. Also, wir holen uns einmal mal Bruchsteinmauer raus. Das hatten wir ja schon irgendwie. Denn Birkenholz, Treppe, davon nochmal den Block. Dann nochmal so, sage ich mal, Bruchsteintreppe und die Stufe davon. Dann holen wir uns noch Blätter raus. Ich verwende Eichenblätter. Nimm dir aber wie immer deine Lieblingsblätterfarbe oder wie immer du das gerne dir noch dekorieren möchtest. Denn. Okay, dann holen wir uns noch Erde raus. Da kannst du vielleicht auch grobe Erde nehmen, aber ich nehme einfach mal Erde. Und dann einfach noch hellgrauer Beton und dazu noch passend Steinstufen. So, wenn wir dann das Ganze haben, geht's los und zwar fliegen wir gleich hoch aufs Dach. Und da würde ich sagen, beginnen wir einfach mal mit dem hellgrauen Beton. Den platzieren wir einmal hier vorne einfach hin, machen daraus so eine Zweierschicht. Achten darauf, dass wir vorne eine Reihe frei haben und machen die dann so zur Seite drei breit. Auf der anderen Seite genau synchron machen wir das auch nochmal. Sollten dann hier noch so eine Lücke Platz haben dazwischen. Darauf platzieren wir dann nochmal unsere Steinstufen rauf. Ich weiß nicht genau, was das sein soll. Ich sag mal, auf dem Gebäude, ich habe ein paar Folgen von dieser Serie gesehen und da war auch irgendwie sowas drauf, konnte man so erkennen. Und dann war hier hinten noch so ein Wassertank, irgendwie so ein Wasserspeicher. Den machen wir ganz einfach mal, fangen wir an mit Bruchsteinmauer. Platzieren wir einfach mal hier an den Seiten, dass wir eine Seite halt, also hier die Lücke frei haben. Machen wir hier nochmal, hier, dass wir halt so ein bisschen so ein Viereck uns formen. So, das Ganze machen wir auf eine Höhe von insgesamt 2 überall.
Zack, zack, zack. Ziehen wir einmal an den Seiten hoch. Super. Danach würde ich mal sagen, da ziehen wir darauf so umgedrehte Treppen. Ein Seite. Obwohl, nee, die machen wir mal so, dass sie nach vorne gucken. Genau, ich glaube, das ist besser. Und da. Na gut, das ist wieder so Geschmackssache. Ich glaube, wir machen doch lieber so. Dass sie sich, sag ich mal, angucken. Genau, das machen wir einfach mal. Es gibt immer so viele Variationen, die man in Minecraft einfach umsetzen kann. Da ist die Auswahl immer schwer, was man da nimmt. Okay, wir machen aber diesmal so, dass die Treppen umgedreht sich angucken. So, innen drin platzieren wir dennoch mal einfach mal die Birkenholzblöcke. An den Seiten setzen wir dann auch nochmal jeweils eine Schicht drauf. So, super. Dann platzieren wir darauf einfach mal die Bruchsteintreppe rauf. Wer möchte, kann da innen drin noch Wasser setzen. Muss man nicht, kann man machen. Und dann machen wir ganz oben drauf noch ganz einfach gesagt ein paar Stufen. Und fertig ist das Ganze. So, dann kommen wir jetzt schon zur Erde. Die Erde machen wir einfach mal hier an der Seite hin. Und machen dann hier so ein Feld mit 9 Blöcken einfach mal weg. Und hier kannst du dir dein, sag ich mal, dein Beet setzen. Ob du auf dem Dach noch irgendwas anbauen möchtest. Denn auch in der Serie hatten sie oben so einen kleinen Garten, wo sie ja, Tomaten und so einfach immer verputzt haben. Sind ja Raupen, kann man ja sagen. Und da haben sie sich immer ein paar Tomaten spiegelitzt. In Minecraft gibt es leider noch keine Tomaten, aber anderes Gemüse. Ich fliege einfach mal hier zum Vorbau. Ich habe da einfach mal Karotten hingesetzt, Weizen oder auch hohes Gras. Ich weiß ja nicht, was das darstellen soll, aber man kann sich ja irgendwas ausdenken. Ja, und fertig ist dann auch das Dach. So, jetzt habe ich aber was vergessen und zwar müssen wir noch ein bisschen was dekorieren. Zum Beispiel auch noch, ich nehme das mal raus. Ich habe jetzt einfach hier, weil es ja so an sich Dekohaus ist, hinterm Glas hellblauen Beton gesetzt. Du kannst auch hellblaue Wolle setzen oder sonstige Sachen. Damit sage ich mal, du siehst jetzt hier, ist das natürlich jetzt nicht gemacht worden. Und das finde ich immer, sieht ein bisschen doof aus. Von daher kann man sich immer ruhig irgendwie was dahinter setzen, gleich hinter den Glasblöcken. Dann finde ich einfach, ist das ein schönerer Anblick, wenn man das Gebäude an sich ja nicht einrichtet. Ne? Dann ist das wenigstens so zu oder ein bisschen heller, die Fenster. Also kann man ruhig dahinter auch, wer möchte noch, ein bisschen Beton hintersetzen oder auch ein bisschen Wolle, damit das Ganze ein bisschen heller wird. So, ansonsten haben wir ja noch, sag ich mal, die Eichenblätter oder Ansichtblätter. Die müssen wir noch ein bisschen als dekorationsmäßig heransetzen. Ich mache erstmal hier einfach mal so ganz lame an der Seite, setze ich einmal hier bis nach oben hin. Dann kann man auch so ein bisschen die Stufen wegschlagen, das Ganze hier so ans Haus ein bisschen mehr schmiegen. Vielleicht auch hier so ein bisschen davor setzen. Mache ich hier einmal noch weg. Hier so, da so. Ja, einfach so ein bisschen sich, sag ich mal, dass es sich hier anschmiegt. Du musst nicht unbedingt, sag ich mal, die Stufen wegschlagen. Kannst du machen. Ich mache das ja einfach mal hier so noch ein bisschen. Zack, 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 zack. Dass sich das ein bisschen anschmiegt. So. Man kann natürlich auch übelst übertreiben und ganz viele hinsetzen. Ist jetzt nicht genauso, wie ich es jetzt da gesetzt habe, aber ist ja auch egal. Das kann so wachsen, wie es möchte. Vielleicht lassen wir es auch noch ein bisschen weiter runterhängen. Ne, muss man mal gucken. So, ansonsten mache ich das auch erstmal weg und bediene mich mal hier kurz beim Nachbargarten. Und dann kann man sich hier noch ein paar Pflanzen holen an sich. Jetzt habe ich mir Erde genommen, ist ja natürlich keine Pflanze. So, das hier noch, das hier noch. Ich hatte jetzt auch das Glück, ich hätte mal darauf achten sollen, wie ich das, sag ich mal, die Straße damals baue, dass Sonnenblumen so nach vorne gucken. Leider gucken sie bei mir zur Seite. Man kann die auch nicht drehen. Wäre eigentlich super. Also vielleicht, wenn du das Haus baust oder noch nicht, sag ich mal, richtig angefangen hast, acht mal drauf, ob Sonnenblumen bei dir dann zur Seite gucken oder nach vorne. Wäre eigentlich cool, wenn sie dann auch so ein bisschen nach vorne gucken würden. So, ansonsten kann man sich dann auch hier einfach noch, sag ich mal, irgendwelche Pflanzen halt hinmachen oder machst dir Gräser hin an sich irgendwie hier, dass du so einen kleinen Vorgarten hast. So, keine Erde hinsetzen. Vielleicht ein paar Tulpen noch. Damit du dir das hier einfach mal vorne noch ein bisschen schön gestaltest. Und an sich sind wir dann hiermit fertig mit diesen Häuschen. Und dann können die Raupen dann mal wieder ja, ihre Abenteuer im Haus erleben. Aber die waren nicht nur, sag ich mal, so ein Haus. Die waren auch in der Kanalisation und so. Aber die hatten halt ein Haus und das haben wir jetzt nun gebaut. So, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbauen. Und dann gucken wir mal, was wir als nächstes bauen. Ansonsten stelle ich mich einfach hier vorne hin. Muss natürlich hier noch wieder voll aufräumen. Ich muss alle hier erstmal wieder wegmachen, damit die Straße wieder frei ist. Und dann gucken wir mal, was wir hier wieder hinbauen. Oder vielleicht was anderes wieder mal. Ein bisschen mehr realistische Semantik von dieser Cartoon-Serie. Naja, wir gucken mal. Ansonsten kannst du ja gerne mal was vorschlagen. Aber ansonsten stehe ich mich einfach mal hier schön safety hin. Und wenn ich safety stehe, dann wisst ihr ja was ganz von mir. Ich verabschiede mich mit einem kräftigen Tschüss.